du mal freiwillig einen Controller-Support suchst. Naja, bei dem Spiel hätte es sein können. So, dann wollen wir mal. New Game. The forest really is huge, but there's so much light and space here. Also der Wald ist wirklich groß, aber trotzdem ist hier mega viel Licht und auch Platz. Ich denke, ich werde die Glocke schnell finden. Vermutlich. Geht's jetzt? Nee. Nee. Controller geht nicht. Huch! Bamboo Forest. Nein, was habe ich jetzt geklickt? Oh, ich habe Leaf geklickt, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, ja. Welcome to the Bamboo Forest. Ich fühle mich auch schon sehr willkommen. Wir sollen eine große Glocke finden. Achso, da können wir nach unten springen. Ah! Da haben wir ein Glöckchen. Guinea-Wolf, ahoi. 99kch, danke doch für den Follow und viel Spaß im Lurk erstmal. Ich habe, als ich die Insel verlassen habe, damit begonnen, viel zu reisen. Und jeder neue Ort... Ich versuchte an jedem neuen Ort eine Glocke, ein Glöckchen zu finden, kleine Schwester. Und es wird höchste Zeit, dass ich sie dir zeige. Ich habe sie überall auf der Insel versteckt und hoffe... Make a fine addition to your collection. Und ich hoffe, sie werden gut in deine Sammlung passen. Hm? Wundervoll! Ich freue mich und bin auch ein bisschen traurig. Gleichzeitig. Crest hat diese ganzen Schätze für mich über so viele Jahre gesammelt und mir das nie gesagt. Wie gemein von ihr? Hm. Aber na gut. Ich habe ja nicht gewusst, was sie da macht. Wie viele es hier wohl gibt. Ich sollte definitiv sofort damit anfangen, danach zu suchen. Und kein Glöckchen wird sich vor mir verstecken können. Komm schon, Clef. Es wird Zeit, jede einzelne Glocke zu retten. Okay. Warte, was machen wir hier? Nee. Strange Mark hier. Okay, hier hat jemand Steine gestapelt. Das kann sein, dass Controller Support erst beim Release kommt oder vielleicht hätte ich... Ja, ich weiß nicht. Aber der Controller war ja jetzt angeschlossen beim Start von... beim zweiten Start. Ich weiß nicht, wieso. Okay, wir untersuchen die Glocke. Da ist... Vor einiger Zeit hat ein System von 10 Glocken auf der Insel zusammengearbeitet, deren Töne, also deren Läuten, hat die ganze Insel erfüllt. Navigation of the mechanical animal possible. Oh, ich höre jetzt auf, das zu übersetzen, das schaffe ich nicht. Our grandfather was the last master of the bells. I really want to bring his legacy back to life and hope you will help me. Let's start with the bell in this bamboo forest. There are many interesting places here, but there's one that I want to show you first and foremost, our father's favorite spot. Look for the red bridge. Okay, also hier sind überall eben Glocken versteckt. Das ist die erste und sie will uns aber den ersten Platz, den sie uns zeigen will, ist der Lieblingsplatz des Vaters. Eine rote Brücke. Okay, 10 Glocken.
Ah, das wird eine Weile dauern, bis wir das haben. Aber gut, dass ich die Nacht echt gut geschlafen habe. Okay, der Lieblingsplatz unseres Vaters. Will I be able to see the things he saw while being there? Mal schauen, ob ich genau das gleiche sehen kann wie er. Dann wollen wir mal. Wir durchsuchen den Wald nach der Roten Brücke. Something's missing here. Okay. Irgendwas fehlt. Was ist das? Schon wieder so eine komische Markierung, diesmal mit einem Stern drauf. Verschiedene Entfernungsebenen. Sieht ein wenig buggy aus. Weiter entfernter Hintergrund sollte sich eigentlich langsamer bewegen. Das Objekt näher an der Kamera. Ach, darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Ja. Jetzt, wo ich drauf achte, fällt es mir auch auf. Ich habe immer nur auf sie geguckt. Okay, wieder so eine komische Markierung. Rotes Karo. Und noch eine. Okay, wir können hier runter. B to enter. Probably should go in shouldn't go uninvited. Was? Verstehe ich nicht. Was ist das hier? Ein Token. Was denkst du über meine neue Erfindung? Dieser Mechanismus absorbiert die Soundgeräusche. Geräuschenergien von den singenden Glockenblüten. Blumen. Charges crystals with it. Okay, also er lädt ja mit Kristalle auf. Bloß nicht, es gibt Tokens. Tokens! Tokens! Wir müssen Tokens sammeln. Ich habe überall welche verteilt. Über der ganzen Insel, natürlich. Und all diese Kristall-Tokens sollten schon aufgeladen sein, wenn du hier ankommst. Put them to good use. Okay, bestimmt. The most magnificent flowers I've ever seen. Sound just like a jingle bell. Maybe I can try to take one of the bushes back home with me. Wie so ein Blümchen mitnehmen. Okay. Tokens. Schöner Baum. Schönes kleines Detail, wenn man hier durchspringt. Da. Jetzt wieder zurück. Ist nur die Frage, gibt es hier noch auf der anderen Seite was? Natürlich. Huch, wer ist das denn? Hallo? Green. What a playful reflex. It sparks joy like a child's love. It should be nicely with cobalt blue. Nothing will depict the saturation of this feeling better, but hurry, hurry, before the moment is gone. Okay, wir sollen ihm kobaltblaue Farbe bringen. Wo finden wir die denn? Ach hier, diese hier. Die brauchen wir. Wir müssen uns beeilen, sonst ist nämlich hier, sonst ist der Moment weg und dann bringt ihm das nichts mehr. Brauchst du das hier? A tender, mild color meets an enigmatic, mysterious shade, and their encounter looks so bright and vivid, much like a long-awaited reunion of two lovers divided by war.
perhaps indigo would be researched enough for these emotions. Okay, jetzt muss ich vermutlich Indigo besorgen, ja? Interessant. Indigo! Bitteschön! Okay, er erzählt weiter von Dingen, ja. Hundreds of Diamonds und es ist alles ganz toll und überhaupt und... Und jetzt brauchen wir Ultramarinen. Natürlich brauchen wir jetzt Ultramarinen. Wo finden wir denn Ultramarinen? Natürlich oben auf dem Dach. Ich meine, klar, wo sonst... Ist das so, sieht so Ultramarinen aus? Okay, jetzt Cadmium Red? Wieso jetzt Cadmium Red? Entirely different emotion. Would be a Sakrileg. Wäre jetzt ganz schlimm. Wir würden das total versauen. Wenn wir... Das war also die falsche Farbe. Aber wir müssen uns nicht dafür entschuldigen. Ja, das war ein Geschenk von seinem Bruder. Oh, ich will jetzt nicht so viel übersetzen. Would the label out hit the can away? Fragile Nerven. Ich glaub's auch. Es muss gleich Ultramarin sein, ja. Bald kommt Megamarin. Was? Rot ist eine ignorante Farbe. Rot regt seine Fantasienummer an, ganz offensichtlich. Ganz anders als Blau. Okay, das hat ganz viele Facetten. Blau hat viele Facetten. Ja. Saphire. Wie sie scheinen an einem sonnigen Tag. Und natürlich das Blau des Himmels. Oh. Und dann noch der Mondschein. Ja, bei Nacht. Ganz krass. Margarine, was ist denn mit euch los? Hem. Oh, Entschuldigung. Ja. Junge Frau? Carried away by my work, ja. Just tunes everything else out. Genau, ich bin Kress' Schwester, das ist richtig. Die ist überall über die Insel gerannt. Haven't even introduced myself yet. Okay, das ist Hans. Der Supervisor. Oh, blau. Was? Also, hä? Er ist der Mechaniker des Musiksalons? Hier vom König oder Lord oder wie auch immer? Musiksalon? Ja, natürlich bist du ein bisschen irritiert. Has been gathering dust since our bell system broke down. But the entire bird orchestra scattered. Okay, das ist alles kaputt gegangen. Wir müssen vermutlich irgendwie die Glocken alle wieder reparieren, oder? Vögelchen sollen wir zurückbringen. Was? Mir fehlt hier eindeutig ein Zusammenhang. Mir fehlt hier irgendwie ein Zusammenhang. Wir sitzen nur noch über Pelagia wachen. Was ist Pelagia? Move to the old house nearby. Okay. Aber er passt zumindest auf, dass es nicht rostet. Nicht nur du, Joker. Ich bin hier auch ein bisschen verwirrt. Das ist eine gute Frage. Wer ist Pelagia? Ein mechanischer Drachen. Master Percival's Pride and Joy. Master Percival ist hier vermutlich der Obermufti. Richtig? Started working on her when I was still his apprentice. Okay, der ist also ein brillanter Wissenschaftler. Der Percival. Hm.
Und er war immer fasziniert von der tiefen, vom tiefen Blau des Tonitrum-Kristalls, der hier die ganzen Gerätschaften angetrieben hat. Also hat er das studiert, wie das funktioniert, konnte sich aber nie mit Percival messen, war nie so gut wie er. Aber er ist viel besser im Malen, ja. Nein, wir waren leider noch nicht in seiner Ausstellung, im Hauptgarten. A sailor in an Azure hat plays the blues about a glacious ship that came out of the blue. Nicht sein Ernst, so hat er es genannt. Die Ausstellung. Gut. Okay. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Na dann, marsch, marsch. Geh. Und er ist schon wieder in seinem Bild verschwunden, oder? Genau. Und da ist der Moment vorbei. Jetzt hört er mich nicht mehr. Der ist ja weg. Alles klar. Das habe ich mir gedacht. Er war schon wieder in seinem Bild. Hallo, du bist das. Oh, wie hübsch. Das ist sehr hübsch. Danger ahead. Glocke. Sehr gut. Wir haben wieder ein Glöckchen gefunden. Oh. Oh. Und noch ein Blümchen. Ein Token. Okay. Da rechts nach oben geht's nicht. Also müssen wir jetzt wieder einmal komplett nach links und dann durch die Brücke, ne? Wo mhm. muss das Kissen sein, damit sie gut schlafen kann? Jetzt hier eigentlich... Das habe ich mich vorhin schon gefragt, wo wir hier dran vorbeigelaufen sind. Noch ein Token! Woo! Yay! Warte. Muss mal einen Schluck trinken kurz. Ich glaube, Hans hat zu viel Farbe geschnüffelt. Meinst du, Seitan? Künste sind doch so. Das gehört zu. So. Jetzt gehen wir hier wieder. Einen Namen für deinen Kaffee. Für welches Café, Joker? Erst nach links. Was war das? Ah, das ist die Brücke, oder? Ah, die rote Brücke haben wir gefunden. Der Vater hat hier quasi seine komplette freie Zeit verbracht. Und ich wusste, er hat hier irgendwo ein Geheimversteck. Aber als Kind konnte ich das einfach nicht finden. Eines Tages habe ich versucht, ihm zu folgen. Aber er stand einfach nur auf der Brücke und hat in die Ferne geschaut. Und im nächsten Moment war er einfach weg. Das weiß ich nicht, was das übersetzt heißt. Über die Zeit habe ich das Rätsel dennoch lüften können. Kannst du es auch? Schauen wir mal. Der Zug ist jetzt schon abgefahren. Oh. So häufig aus dem aus dem Farbbecher getrunken. Oh, i. Okay, also er hat hiervon gesprochen.
als einen geheimen Ort zum Trainieren. Er hatte kein Ohr für Musik und all der... Er hatte überhaupt kein Ohr für Musik. Okay, und hat deswegen immer mit den Glocken gearbeitet. Am Ende? Ah, okay, hat der... Und am Ende hat der Großvater dann interveniert quasi, damit der Vater endlich was findet, was er wirklich kann und liebt und machen will. Okay, und wir sollen jetzt hier dieses Geheimnis lösen. Alles klar, das ging ja einfach. Okay, das ist seltsam. Vater war hier offensichtlich die ganze Zeit nicht. Aber die Glocken sehen alle so, also sehen noch wie neu aus. Es muss Cressy vermutlich gereinigt haben. Einfach nur so oder hatte sie da ein spezifisches Ziel? Eine gute Frage. Oh. Aha. Aha. Schade. Was macht die hier? Oh nein. Und die? Warte mal. Mal rausfinden, welche hier was macht. Natürlich, die macht wieder beide. Die macht wieder die zwei, ne? Die macht alle drei, sozusagen. Die hier macht auch alle drei? Ja. Okay. Yay, du hast das Rätsel gelöst. Aber es ist noch nicht vorbei. Eine Geheimbasis in einer geheimen Höhle. Aber natürlich müssen hier noch mehr Rätsel versteckt sein. Diese Melodie alleine beinhaltet zwei Geheimnisse. Lila, lila, rot, lila, rot, rot, lila. 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 Rot. Lila. Lila. Ach so, nee, ich muss das schnell machen. Lila, lila, rot, lila, lila. Nee, warte, wie war's? Verdammt, wo ist es hin? Lila, lila, rot, lila, rot, rot, lila. Lila, lila, rot, lila, rot, rot, lila. Aha. Hallöchen, Gizmo. Und jetzt? Wir können auch versuchen, es falsch rumzuspielen vielleicht. Also lila, rot, rot, lila, rot, lila, lila. Lila, rot, rot, lila, rot, lila, lila. Lila, rot, lila, rot, rot, lila, rot, lila, lila. Nö. Das macht nichts. Aber was machen wir jetzt? Also. Bei mir ist da eine blaue dabei. Die Geräusche macht. Ich soll die aber jetzt nicht in der Reihenfolge, oder? Also. Oh, das kann natürlich sein, warte mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, das passt. Also oben, oben, unten, oben, unten, unten, oben.
Wir müssen die in der Reihenfolge ausrichten. Oben. Nee, warte. Nee, ist schlecht. Warte mal. So. Unten. Die muss wieder hoch. Das ist gar nicht so einfach. So. Nein, das ist noch nicht ganz richtig. So. Ja. Okay. Und jetzt haben wir hier irgendwo ein Versteck. Okay, das sieht aus wie eine Schatzkarte. Was mich da wohl erwartet? Okay, wir sollen den Ort finden. Aus dem Bild. Natürlich jetzt sehr ungenau. Hüpf! Ist ja links, nö. Wie sieht das aus? Ist ja die Frage, was das ist. Also, was sehe ich denn hier? Was bin ich hier sehend? Der sieht nicht wie eine Skulptur aus. Mehr wie irgendein Gerät. Oh, Coins. Oh, sind die Tokens dafür da? Für das Ding hier? Okay, wir müssen mehr Tokens finden. Für das Gerät. Mhm. Some sort of chips hätte ich jetzt auch gerne. Oh, vielleicht ist es hier drüben. Warte mal. Komm ich... Nee. Den Hintergrund kommt man nicht drauf. Was ist das hier? Hä? War das das? War das die Schatzkarte? Vermutlich. Also sie hat die Geheimbasis besucht und wollte deswegen eine eigene haben. Na, was denn? Und hier in dieser kleinen Höhle hat sie dann ihre eigene Geheimbasis errichtet. Lactos! Ich grüße ebenfalls zurück. Vielen lieben Dank für den Resub. Ich glaube, du kriegst die Rüstung des Nichts möglicherweise. Das Knochenartefakt Rüstung des Nichts. Ich könnte mich aber auch irren. Dankeschön, Flaxus. Hier hat sie ihre erste Sammlung an Kristallen aufbewahrt. Nein, das Schneidebrett. Das Schneidebrett von Schneidebrett Pit. Ich muss unbedingt die 60er Sub-Belohnung lernen. Das ist furchtbar. Die sind aber leider alle verloren. Aber ich habe was für dich gefunden. Ich habe die letzten 6 Kristalle im ganzen Wald versteckt, natürlich. Aber ich habe dir natürlich Hinweise hinterlassen und die sind genau hier. Niemand sonst kann diese Rätsel lösen. Das ist nur für dich gemacht. Okay, also rot, rot, blau. Ziemlich klein, aber naja, wir werden mal sehen, ob wir hier wirklich was hinkriegen. Wie kann ich denn jetzt hier... Ja? Rot, rot, oh, Entschuldigung. Rot, rot, blau.
Okay, das ist Foto 1, das ist diese Brücke. Foto 2, ja. Ha? Das wissen wir sehr eindeutig, wo es ist. Okay, also die hat uns hier 6 Fotos hinterlassen. Und dort finden wir natürlich diese ganzen Kristalle. Ist ja wohl ganz klar. Ich kann immer noch nicht auf den Hintergrund. Das triggert mich ein bisschen. Ich will immer auf den Hintergrund springen. Einfach weil. Immer noch ein Glöckchen. Yay. Ein weiteres Glöckchen gefunden. Oh, diesmal kam ich oben drauf. Okay. Warte mal, welches Foto war denn jetzt das mit dem hier? Das muss doch hier irgendwo... Ach, ich muss die Melodie da oben spielen. Ah, verflucht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter, ne? Also müssen wir da nochmal hoch. Das ist nämlich da oben die Stelle. Das heißt nochmal ganz nach rechts und dann nochmal dahin springen. Ich wette, das würde sich... Also ich hoffe zumindest, das würde sich mit Controller besser spielen. Ja, warte. Hier vermutlich, ne? Rot, rot, blau. Damit den ersten. Einen pinken Herzkristall. Was? Verbittert? Wie verbittert? So. Das war Foto Nummer 1. Dann haben wir hier... Was haben wir hier noch so? Gott, das wird lustig, das zu finden. Nee, das ist nicht die richtige Seite, aber vielleicht die andere Seite. Hier? Ja. Könnte sein, ne? Rot, rot. Blau. Yay! Der große Morsecode sieht so aus. Sieht echt so aus. Ich will die ganze Zeit auch damit interagieren, aber es geht nicht. So, dann haben wir noch die Brücke. Dort noch. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Draußen wieder da. Festgestellt, dass ich eine Kondition wie ein wabbeliges Toastbrot habe. I wabble like a toastbrot. Damit bist du, glaube ich, nicht allein. So. So. Schwupp. Ja, hier oben. Wo war nochmal der... wo war Hans gleich nochmal? Ah, warte mal, hier könnte... Warte mal, das ist die Brücke. Hier, ganz rechts. Hier so. Yay! Ich glaube, Hans war hier auf der anderen Seite, ne? Hier drüben war Hans, glaube ich. Hier ist eine andere Stelle. Hier so. Ja, genau hier. Sehr gut. Haben wir. Tja, und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das da ist, also das rechts da ist die erste Stelle, wo wir gelernt haben, dass man nach unten kann. Das ist also irgendwo am Anfang. Aber das links... Keine Ahnung. Das, wir gehen jetzt erstmal hier wieder... Hier war es nicht, hier habe ich gerade geguckt. Erstmal durch und nach links auf jeden Fall, auf der anderen Seite.
Denn das war irgendwo hier vorne, wo wir gelernt haben, dass wir nach unten können. Ich glaube, hier die sind wir da eigentlich mal runtergegangen. Hier. Oh. Okay. Nice. Token. Verdammt! Ich habe bloß nicht durchgefallen. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Arf! So, warte. Fehlt was? Kommt noch hier. Genau, das war nämlich hier. Hier haben wir das gelernt, dass das geht. Vielleicht doch. Tja, und jetzt die letzte Stelle, die kommt mir so gar nicht bekannt vor. Das muss also eigentlich irgendwo sein, wo wir noch gar nicht waren. Oder ich hab's nicht wahrgenommen oder so. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja nicht, wo die Brücke ist, oder? Doch, das ist, wo die Brücke ist. Verflucht. Da ist das. Wabbeliges Toastbrot. Und die Zune ist auch nicht viel besser. So. Gehen wir halt hier nochmal. Nee, das, hier drüben war das auf gar keinen Fall. Hip. Hip. Was ist das hier? Wissen wir nicht. Können wir nicht mit interagieren? Hier kann ich. Da ist ein Token. Geht's nicht weiter? Hm? Noch so ein Mark? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, den letzten finden wir nicht. Ich weiß nicht wo. Na Hans, was geht? Hier ist sie. Und hier ging es aber rechts auch nicht wirklich weiter. Danger ahead. Hier war das. Konnte man nur durch, aber sonst... Ich weiß nicht wo. Ich bin überfragt. In die Richtung kann es eigentlich schon gar nicht sein. Naja, wobei doch, kann schon. Ah, hier, das ist, ach, das ist der Baum und ich dachte, das wäre ein Felsen. Ah, das ist der Baum. Okay, wir haben den letzten gefunden. Aber wir haben keine neuen Hinweise. Was machen wir denn jetzt mit diesen 6 Kristallen?
Okay. Verdammt! Man kann auf den Baum. Mir die Tokens verwenden. Ich weiß nicht, ob wir alle haben jetzt. Nein! Warte mal. Oh, das ist super schwer zu sehen, auf welches wir hier drauf können und auf welches nicht. Hier hoch komme ich nicht. Nee. Nee. Das geht auch nicht. Ich weiß nicht, wohin. Ich würde gern da oben hin. Aber ich weiß nicht, wohin springen jetzt. Nee. Scheiße. Die Lichter im Bau. Ah. Ah. Oh, ihr seid so schlau. Dass ich es halt einfach nicht gesehen habe, dass es solche Lichter sind. Oh, seid ihr schlau. Schlauer Chat. Unfassbar schlauer Chat. Du brauchst Kaffee. Ja. Habe ich wirklich nicht gesehen. Vögelchen! Strange bird. Anyone put it in a nest? Can't start it. What a shame. Would it behave if I could? Would it jump and run around? Or maybe sing? Genau, das wird höchstwahrscheinlich einer dieser Vögelchen sein, die Hans erwähnt hat. Wir hatten tatsächlich eine Biobreak, ja. Wir hatten schon eine. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht gegebenenfalls noch eine machen könnte. War Hans hier? Ja. Ja. Hans, ich habe hier so ein Vögelchen gefunden. Kann ich ihm das nicht geben? Hans? Vögelchen? Hans? Nein? Kann ich mit dir interagieren? Nein? Okay. Hattest du Kuchen? Nein. Daran muss liegen. Das wird wohl fehlen. Warten jetzt die Tokenmaschine links. War hinter der Brücke, oder? War die hinter der Brücke? Ich glaube. Oh, wir haben noch so ein Vögelchen. Ach, nice. Nochmal gelohnt. Ja, hier. Okay. Thank you.
Okay. Brücke rechts rein. Okay, also die nach oben. Brücke rechts rein. Tut mir das tut Joker sehr leid. Guter Joker. Würde er gern, aber du hast es ja gelesen. Es tut ihm sehr leid. So, hier? Aber das ist doch die einzige, die wir haben, oder? Merkwürdigerweise ist die Treasure Map gar nicht da. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Kristallen, sag mal? Die Tokens haben wir benutzt, aber die Kristalle... Natürlich, die gehören natürlich zu den Glocken dazu. Das ist doch ganz logisch. Und jetzt müssen wir noch die richtige Reihenfolge rausfinden. Und sie hat bestimmt einen Hinweis hinterlassen. Er ist uns nur noch nicht aufgefallen. Und der Hinweis soll was sein? Die Zeichen. Ach du Scheiße. Okay. Alles klar, wir latschen nochmal von links nach rechts. Auf der Ebene hier. Das ist ja eigentlich nur die Ebene hier, ne? Das heißt, es fängt... Hoch. Entschuldigung. Mit dem Lilanen an. Hier. Ich weiß nicht, ob ich interagieren muss, ich aber glaube ich nicht. Das heißt, wir können den Lilan schon mal... Da. Okay. Nein. Wie komme ich hier raus? Space to exit. Alles klar. War nicht so einfach. Dann kommt der blaue Stern. Dann rot. Dann das weiße Dreieck. Raupe Notizblock hat, habe ich immer. Dann das rosa Herz. Immer einen Notizblock da liegen. Ganz wichtig, sollte man immer haben. Und gelber Kreis. Ich denke, das war's. Mach ich bestimmt auf dem Tisch rum, klar. Sollte immer einen Notizblock zur Hand haben. Ja. So. Also, was habe ich gesagt? Blau. Nein. Ach, ich bin es so gewohnt mit... Da. Rot. Weiß. Okay. Und jetzt?
reden kann ich den ja nicht. Nö. Huch! Entschuldigung. Oh. Ich halt einfach nicht gewöhnt bin. Was? Was war denn das? Wieso? Nein! Ah! So. Nee, wenn ich hier interagiere, dann geht sie immer da unten rein. Also es ist immer das Gleiche. Robert, so ein Zaubermalbrett, was kleine Kinder immer haben. Ja, was man dann wo man so wegwischen konnte dann so. Also hier mit diesem Zack weg und dann konnte man wieder draufmalen. Oh, voll super. Ja, ich habe keine Ahnung. Und nu? Vielleicht umdrehen. Das wäre exakt umgedreht. Das glaube ich aber nicht, das wäre ganz merkwürdig. Oh, wait. Nee, 6, 6. Hä, wieso? Ja, es sind 6 Steine und? Ich schmeiß das jetzt erstmal wieder in die Reihenfolge, die ich eigentlich denke. Also hier ist lila, ja. Das ist eine Säule und ist auch links die einzige. Hier kommt nicht noch eine. Hier ist Schluss. Hier ist Ende. Die Stapel der Nein. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alter. Danke. Oh. Ja, okay, verstehe. Gemein, aber nachvollziehbar. Absolut, ja. Absolut nachvollziehbar. Keine Frage. Da, weißt du, das sind dann so die Momente, wo du dir so denkst, na, aber ich soll doch einfach denken. Hm. Warte mal. Gelb auf die 1. Stern auf die 2. Das auf die 3. Rot auf die 5. Und das da. Okay. Den Stein interagierst, trägt es dann auch eigentlich ins Notizbuch ein. Oh ja, tatsächlich. Aber ich glaube, das kam jetzt zum Schluss erst, oder? Oder war das schon vorher da?
dann wäre es natürlich einfacher gewesen. Also dann wäre es klarer gewesen, aber wenn das schon vorher da war. Vermutlich war das schon vorher da. The next bell is waiting for you there. Wo? Old Gate at the other end of the forest. Ah ja, das habe ich gesehen. Dieses, hier endet die Demo. Danke fürs Spielen. Bitte Wishlisten. Das hilft generell, ja. Denkt immer dran, das hilft Indie-Entwicklungen immer ungemein, wenn ihr Spiele wishlistet. Die bekommen dadurch Reichweite etc. pp. Sehr gut. Mhm. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice. Aber das ist schön. Also ich finde auch das hier sehr schön gemacht. Aber für mich muss das definitiv, ich brauche deutsche Texte. Ansonsten macht mich das, wird mich das, also ja gut, ich habe jetzt auch schon, das, wir haben schon 4 Stunden Stream hinter uns. Kann auch einfach sein, wenn ich frisch in den Stream starte, geht es dann auch ein bisschen besser, aber da, das wäre dann schon schön. Aber ich glaube, es stand da. Wir können mal kurz gucken. Ja, da wird mein Hirn Matsche. Also wenn ich immer live übersetze, dann wird das ist dann zu viel. Mal abgesehen davon, dass hier tatsächlich auch ein paar Begriffe drin vorkamen, vor allem wo Hans erzählt hat, ja, der Maler da. So, wir gucken mal eben. Kommt das? Steht da schon was von Oberfläche und Untertitel Deutsch. Also das wird kommen, von dem her wandert das definitiv auf die Wunschliste. Das ist sehr süß. Sehr niedlich, schöne Rätsel. Ich muss dann bloß mehr mit dem Tagebuch arbeiten, offensichtlich. Hans hat einen speziellen Dialekt, genau.